Trabrennen, weil Trabrennen ist einfach der Sport. Da kann Fußball einfach nicht mithalten. Die Unterhaltung und die Spannung. Ich finde cool, dass ich toll wette und viel gewinne. Man wird hier nicht reich, aber man hat Spaß, trifft Leute, Freunde, Bekannte. Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des fünften Tages werden Ihnen präsentiert von Infinity. Herzlich willkommen hier auf der Trabrennbahn in Mariendorf. Wir befinden uns mitten in der Derbywoche und heute startet Tag 5. Auf dem Programm steht heute die internationale Derby-Meisterschaft der Amateure. Ja, und da wollen wir eigentlich auch gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern wir starten mal direkt mit dem ersten Vorlauf. Und die Ziege hat es erreicht, Osandi in der Distanz, klar voraus. Osandi ist vorn, vor Kilago. Nur die ersten drei kommen ins Finale. Osandi vor Kilago, außer Nileo jetzt sehr stark. Nileo wird zumindest weiter und Platz 3 kann es noch eng werden, denn hier kommt außen angeflogen Global Player. Und das ist eng, auf Platz 3. Ja, richtig gut. Also wie gedacht, zum Führung und konnte ein bisschen der CPs aufnehmen und dann war richtig stark zum Schluss. So, das war super. Nee, ich muss ja sagen, so einen Regenschauer habe ich mein Leben lang nicht gesehen. Nach so einem Regenguss die Bahn jetzt wieder im optimalen Zustand gebracht haben, Hut ab und Dankeschön. Hier gab es jetzt einen kleinen Leerlauf. Nach Rennen 2 kam ein schönes Berliner Gewitter runter und hier musste unterbrochen werden. Jetzt muss die Bahn zwischenzeitlich mal ein bisschen abgezogen werden, damit die Pferde wieder rennen können und dann geht's weiter. Und Mighty Hanover führt durch den Schlossburg in einer Länge zurück, Rabido Ork, dann in dritter Position Kassari. Ganz außen wird Special eingesetzt, Zwischenzeit war 12-7 und die Zielgerade ist da erreicht und Mighty Hanover ist vorn. Rabido Ork versucht da ranzukommen, aber Mighty Hanover sieht hier noch sehr sicher aus. Mighty Hanover, Rabido Ork, dahinter Kampf um Platz 3, da ist außen Special sehr stark. Mighty Hanover gewinnt vor Rabido Ork und Special. Super gut. Ich musste zwar ein bisschen was tun, um nach vorne zu kommen, aber als ich dann vorne war, konnte ich das Tempo kontrollieren und er hat ganz einfach gewonnen. Und es geht auf die Zielgerade. Ultimeo attackiert durch Pompano Julian. Außen ist Out of the Slums dabei. Ultimeo kann nicht mithalten. Out of the Slums, jetzt mit einem Vorteil. Ganz außen der Einsatz von Frank W. Und der wird ganz schnell gemacht. Out of the Slums oder Frank W. Zielfoto zwischen den beiden. Ja, dann erstmal Glückwunsch zum Sieg. Wie ist denn das Rennen aus Ihrer Sicht gelaufen? Ja, herzlich danke. Der Start war gut und ich wollte gerne in die zweite Spore bleiben, aber der drückte mir erstmal nach innen. Aber ich kriege die laatste Ecke, Ruimte und dat fahr naar de Sieg. Und was hoffen Sie sich jetzt fürs Finale? Finale, ja. Ich denke, wir haben eine gute Chance. Veters heeft een goede Kopf und ja. Wir müssen eine Chance haben. Ja, dann viel Glück auf jeden Fall. Danke mal. Und beim Pferderennen geht es nicht nur spannend zu, sondern man kann mit dem richtigen Näschen auch ein bisschen Geld machen. Deswegen gehe ich jetzt mal wetten. So, also ich würde jetzt gerne wetten. Und zwar gefällt mir der Name Flirty or Dirty am besten. Wie funktioniert es denn jetzt, wenn ich sage, ich möchte auf Sieg wetten? Was muss ich dann tun? Sie können auf Sieg wetten oder auch auf Platz. Platz für Sieg ist klar, bedeutet, das Pferd gewinnt und Platz bedeutet, kommt unter die ersten zwei, wird entweder Erster oder Zweiter. Und dann sagen Sie mir eine Summe an, um die Sie verwetten wollen. Die Nummer vom Pferd ist in dem Fall 2, habe ich schon gesehen und das ist alles. Okay, ja, dann würde ich sagen, setze ich mal 10 Euro auf die Nummer 2, Flirty or Dirty. So, tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, ich habe jetzt hier meinen Schein und jetzt hoffen wir mal, dass die Frau Katharina Kramer das auch gut umsetzt. Sah es gar nicht schlecht aus. Flirty or Dirty war auf Platz 4, doch leider hat es nicht gereicht. Letztendlich der vorletzte Platz. Habe ich 10 Euro in Sand gesetzt, aber ja, kann man nichts machen. Ne? Hier geht es jetzt weiter mit dem Shooting Star Cup.
Ula Mill in ganz starker Haltung weiterhin vorn. Eise kommt nicht mit. Griffin Greenwood setzt nach. Jetzt der Fehler von Eise. Dann kommt außen Easy Going BR. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. In der Distanz. Ula die Nummer 7 vor des Griffin Rot, Greenwood. Die Flavio Ass ist Dritter. Dann Get Lucky und innen Easy Going BR. Ula Mill ist souverän vorn und wird das Rennen auch gewinnen. Ula Mill gewinnt ihren Vorlauf sehr leicht gegenüber Griffin Greenwood. Flavio Ass wird Dritter. Und Vierter Get Lucky Easy Going BR wird Fünfter. So, neben mir steht Michael Nimczek. Er startet heute mit Bright Light BR beim Shooting Star Cup. Herr Nimczek, wie rechnen Sie sich denn für das Rennen Ihre Chancen aus? Ich denke schon, dass wir gute Chancen auf den Finaleinzug haben. Bright Light BR steht seit kurzem bei uns im Training. Sie machen einen sehr guten Eindruck und ich bin optimistisch. Wer könnten denn die Hauptkonkurrenten sein in dem Rennen? Ich denke, die Vorausfavoritin ist Dragona mit Jens-Holger Schwammer. Sie hat fünfmal hintereinander gewonnen. Und das ist, denke ich mal, das zu schlagende Pferd. Super, na, das klingt danach, als ob es ein spannendes Rennen werden könnte. Wir sind gespannt. Brightlight BR und außen Galaxy Range weiter in starker Haltung. Dann Friday Fortuna, Herbie Dot und Kashmir in der Distanz. Brightlight BR ist vorne, aber Galaxy Range geht sehr stark. Der ist außen schon knapp im Vorteil. Innen wehrt sich Brightlight BR, aber Galaxy BR ist im Vorteil. Hugo Langeweg Junior gewinnt dieses Rennen. Den Vorlauf und ist damit im Finale. Zweiter wird Brightlight BR. Kashmir wird... Also Sie sehen ja hier super professionell aus. Was sind denn Ihre Tipps und Ihre Favoriten fürs Finale? Ja, also im Finale ist es ein sogenanntes Bänderstartrennen. Das heißt, die Pferde gehen von zwei verschiedenen Distanzen ab. Mein Favorit ist für das Finale ist Frank W., der auch gerade den Vorlauf im Speed gewonnen hat. Der O'Sunday hat mir ganz gut gefallen und der Frank W., den fand ich auch sehr gut mit Jaap ter Staal und Thomas Maaßen, Out of the Slums war dabei, fand ich sehr gut. Ja, das waren tolle Vorläufe und ich denke, wir werden ein packendes Finale erleben. Laserline Internationale Derby-Meisterschaft der Amateure, das Finale 2017 ist gestartet. Den besten Start hat hier Out of the Slums, hat sofort das Kommando. Aber das Tempo ist weiter mörderisch vorne, was Thomas Maaßen vorgibt. Und Out of the Slums, zwei Längen vor in der zweiten Position. Frank W. Es geht um die letzte Ecke in den Einlauf. Out of the Slums vor Frank W. Dann Ultimeo in der Distanz. Out of the Slums vor Frank W. Und Out of the Slums legt noch einmal zu. Frank W. mit der Schlussattacke. Und Out of the Slums. Außen kommt Frank W. noch einmal. Out of the Slums, Frank W. Out of the Slums. Thomas Maaßen. Startziel vor Frank W. Und dann Ultimeo. Neben mir steht Thomas Maaßen, der Sieger der internationalen Derby-Meisterschaft der Amateure. Herzlichen Glückwunsch. Das war ja ein phänomenaler Start. Zielsieg sozusagen. Wie fühlen Sie sich? Wie war das Rennen für Sie? Ich fühle mich erstmal total befreit und total glücklich, weil meine ganze Familie da ist und weil ich immer schon davon geträumt habe, so ein großes Rennen zu gewinnen. Und ich habe immer gedacht, irgendwann gewinnen wir das. Und heute ist der Tag, ist einfach sensationell. Und wir haben gedacht, wir fahren in Front, weil wir im ersten Band waren. Und unsere Taktik, die wir im Stall uns besprochen hatten, die ist aufgegangen. Und wir sind überglücklich. Ist das denn jetzt Ihr größter Sieg bisher? Ja, in der also Amateurmeisterschaft war ich schon mal Zweiter. Aber jetzt, ich habe schon viele Rennen gewonnen, aber jetzt diese internationale Amateurmeisterschaft war mein größter Erfolg. Bei uns geht es jetzt aber direkt weiter mit dem Finale des Shooting Star Cups. Es geht auf die Gegengerade und weiterhin Ula Mill an der Spitze. Ula Mill mit einer Länge vor Flavias innen geht weiter in Kashmir. Vierter Platz für Galaxy W. Innen folgt Friday Fortuna. Zwischenzeit 21:1. Und es geht auf die Zielgerade. Ula Mill ist vorn. Ula Mill. Ula Mill vor Flavio Ass an der Innenkante Kashmir. Für ihn ist der Weg versperrt. Außen kommen jetzt Galaxy W. Und ganz außen Brightlight BR. Und Brightlight BR ist helle schnell. Brightlight BR in Ula Mill. Brightlight BR geht vorbei. Brightlight BR mit Michael Nimczek gewinnt das Shooting Star Cup Finale 2017 vor Ula Mill, Kashmir. Und Get Lucky wird hier noch Vierter. Herr Nimczek, Shooting Star 2017, herzlichen Glückwunsch. Wie lief das Rennen für Sie? Wo war der Knackpunkt? Ja, ich bekam ein schönes Rennen im Mittelfeld und unterwegs wurde genug Tempo gemacht. Und im letzten Bogen hatte ich schon ein sehr gutes Gefühl und dann habe ich mein Pferd rausgenommen und die anderen übersportet. Gut, dann machen Sie sich noch einen schönen Abend und genießen Sie den Sieg. Danke Ihnen, danke. So, und das war's von Tag 5 der Derbywoche auf der Trabrennbahn Mariendorf. Wir sind die nächsten Tage natürlich genauso weiterhin für Sie dabei. Auf Hauptstadtsport TV können Sie alles sehen und auf Facebook und Twitter können Sie uns natürlich auch gerne ein Like dalassen. Meine Lieblingstiere sind Pferde. Ich habe die Nummer 3 gewettet. Omia, Bella
Und das ist, fand ich so schön. Ja, die Wetten haben sich schon ausgezahlt, aber der Gewinn geht alles in die Sparbüchse von meinem Patenkind. Und das ist ganz schön, Leonie. Okay, tschüss. Deutsches Traberderby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des fünften Tages wurden Ihnen präsentiert von Infinity.